Wir richten diesen Gesundheitstag zum vierten Mal aus und der Zweck eines Gesundheitstages, der dient vor allen Dingen der Prävention. Das heißt, wir wollen informieren, wir wollen aufklären. Unser Motto heißt gesund älter werden, gesund arbeiten. Und diese Anregungen, diese Informationen, die wir heute bieten, dienen genau dazu. Ich muss sagen, wenn man sich den Plan anschaut, was heute alles auf dem Programm steht, an Angeboten, an Informationen, da bin ich sehr beeindruckt und ich hoffe, dass Sie möglichst viel von diesen Informationen und diesen Angeboten heute wahrnehmen. Es gibt vielfältige Stände, vielfältige Informationen. Zum Beispiel kann man sich informieren über ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, über Organspende, progressive Muskelentspannung. Es gibt die Möglichkeit, seinen Impfpass kontrollieren zu lassen, aber man hat auch die Gelegenheit, mal seinen Blutzucker zu kontrollieren, seinen Cholesterinwert, Blutdruck messen zu lassen. Und wenn man wissen will, wie man sich eigentlich so im Alter fühlt, kann man sich auch den Alterssimulationsanzug einmal anziehen, um ein ganz anderes Gespür zu bekommen. Das alles ersetzt natürlich nicht den Gang zum Arzt, aber es bietet Anregungen und Informationen und ich wünsche allen dafür viel Freude. Also ich habe es gerade eben getestet, es ist unheimlich schwer, also man merkt, man bewegt sich sehr schwer. Schwierigste war eigentlich wirklich das Hören und man ist irgendwie so nicht bei sich. Der gerontologische Testanzug dient auch dazu zu simulieren, wie man sich mit ca. plus 30, 40 Jahren fühlt, um auch ein bisschen Sensibilität zu schaffen. Welche Einschränkungen haben denn die älteren Kolleginnen und Kollegen? Dem Ministerium ist es sehr wichtig, auch hier den Schwerpunkt auf das Thema Gesundheit auch im Arbeitsleben zu setzen, weil wir verbringen ja mehr als die Hälfte unseres Lebens auf der Arbeit. Und auch im Arbeitsalltag hat man Gelegenheit, das ein oder andere einzubringen, um sich fit zu halten. Wir sind überwiegend hier sitzende Tätigkeiten, das heißt, es sind Rückenbelastungen, die enorm sind. Und hier aufzuklären, zu informieren, dagegen zu wirken, präventiv schon gegenzuwirken, das muss die Aufgabe sein. Und da wollen wir die Mitarbeiter zu anregen, jetzt schon, auch während der Arbeitszeit, durch kleine Übungen dem entgegenzutreten und nicht erst dann mit der Prävention, mit dem Sport, mit der Bewegung zu beginnen, wenn man das Ministerium verlassen hat, sondern bereits dieses in den eigenen Arbeitsalltag mit zu involvieren.